Bin ich jetzt eigentlich bescheuert? Hä? Bin ich jetzt dumm? Ja, irgendwie schon. So, Freunde, die Trennwand in dem Gehäuse zur Einstufe vom Wasserflexraum ist schon getrocknet. Also würde ich sagen, können wir jetzt die Schraubzwingen abmachen. Gut, habe ich schon gemacht. Und wir machen jetzt die Schallwand. Ist einfach ein Quadrat. Aber dazu müssen wir erstmal rausfinden, wie groß das Loch für den Treiber sein muss. Also würde ich sagen, nehmen wir uns mal das gute Stück und messen jetzt mal praktisch hier zwischen den Sicken aus, weil das ist nämlich genau der Bereich, wo am Ende hier am Gehäuse drauf liegt. Wir müssen nämlich nicht hier absägen, logischerweise, sonst würde er durchfallen, sondern hier. Das machen wir jetzt. Um die Mitte festzulegen, ziehen wir einfach ein Kreuz in der Diagonalen und dann geht das schon los. Gut, dann nehmen wir den Dicken mal wieder runter. Jetzt müssen wir einfach nur uns hier die Diagonale nehmen. Scheiße, das Lineal ist viel zu kurz. Das war natürlich ein Fail. Gut. Wenn das Lineal zu kurz ist, nehme ich halt eine Wasserwaage. Stört mich jetzt auch nicht. So, dann gehen wir einfach hier in der Diagonalen. So. Einmal den Strich. So, das ist unsere Mitte. Jetzt messen wir den Treiber aus. So, dann nehmen wir den doch mal und gehen einfach von Loch zu Loch. So wissen wir auch, dass wir genau die breiteste Seite vom Kreis haben. Und manche suchen immer so sich den breitesten Punkt des Kreises. Aber da wir hier Schraublöcher haben, können wir einfach auf dieser Linie arbeiten. 8,5 cm. Und diese 8,5 cm übertragen wir jetzt auf den Zirkel. Logischerweise ist es dann die Hälfte und das wären dementsprechend 4,25. Also nehmen wir 4,3, haben wir noch ein bisschen Toleranz. So, das heißt, stechen hier schon mal in die Mitte, haben wir schon mal ein Mittelloch. Setzen hier unser Lineal auf 0. Oh Gott, total Müll gemessen. What the fuck? Natürlich bin ich total bescheuert. Natürlich sind das nicht 8 cm bei einem 8 Zoll Lautsprecher. Hier steht bloß 8. Halten wir es mal richtig rum. Bin ich jetzt eigentlich bescheuert? Hä? Bin ich jetzt dumm? Ja, irgendwie schon. So, natürlich müssten das dann 18 sein, ne? Genau. Das ist eine Breite von 8,3. Da machen wir also 8,4 draus, haben ein bisschen Toleranz und dementsprechend... Oh, schon wieder. Es ist einfach zu warm, Leute. Unglaublich. Wir haben einen Durchmesser, meine Fresse, von 18,4 und dementsprechend ist die Hälfte 9,2. So, das sollten wir jetzt gehabt haben. Meine Fresse. So, also stellen wir jetzt auch bei unserem Zirkel 9,2 ein. Einmal in die Mitte stechen. Und logischerweise eben mal rumzeichnen. Das machen wir gleich für beide Schallwände, weil ich ja wie gesagt zwei Bässe baue, weil es natürlich dumm, das halt normal zu machen. Gut. Und danach gehen wir ans Aussägen. Mann, das dauert ja voll lange. Man sieht, in gute Bohrer investieren lohnt sich, weil der ist definitiv scheiße. Also nicht die Maschine, die ist geil, aber jetzt der Bohrer selber ist schon klar, ne? Endlich! So, ich habe gerade mal ein bisschen provisorisch ein bisschen das Gehäuse zusammengebaut, um zu gucken, ob alles so ein bisschen passt, wie ich mir das vorstelle. Und bis jetzt sieht alles ziemlich gut aus. Aber bevor wir jetzt den Deckel drauf machen, müssen wir erstmal die Schallwand einleimen. Sodass die Schallwand, wenn wir jetzt den Deckel nämlich drauf machen würden, hätten wir das Problem, dass wir die Schallwand ebenfalls mit Leim an allen drei Seiten hier so reinschieben müssten. Und beim Reinschieben eigentlich alles abschaben. Das ist Quatsch. Deswegen leimen wir jetzt erstmal die Schallwand rein. So, nach der Schallwand leimen wir dann den Wasserflexport rein. Dann gehen wir mit dem Schleifer einmal komplett drüber, dass wirklich alles komplett eben ist und der Deckel gut drauf passt. Und dann packen wir erst den Deckel drauf. So, wieso mache ich jetzt hier unten noch nicht zu? Einfach aus dem Grund, weil der Lack noch nicht da ist. Zumindest der schwarze. Ich habe ja einmal weiß, einmal Lack. Weiß habe ich schon hier. Wir müssen nämlich einmal schon vorher, bevor wir es zuleimen, den ganzen Wasserflexport komplett streichen. Aber wenn wir es nachher vergessen, kommen wir mit dem Pinsel nicht mehr hier unten rein und dann können wir streichen, wie wir wollen. Es sieht einfach innen drin, sieht man einfach, dass es holzfarben ist. Nicht gut. Das heißt, wir müssen wirklich erstmal auch am Ende hier die Rückwand noch ein bisschen bestreichen, wenn man da reingucken kann. Und dann ganz am Ende können wir den Deckel hier unten rauf machen. Ist ein bisschen doof mit dem Leim, aber ich glaube, an zwei Seiten ist es nicht ganz so schlimm, als wenn man es jetzt an vier Seiten oder drei Seiten machen würde, man das hier so reinschieben würde. Alles klar, los geht's. Bevor wir jetzt die Schallwand reinleimen, sollten wir uns nochmal im Klaren sein, wie viel Platz wir eigentlich nach vorne brauchen. Das heißt, am besten nochmal den Treiber nehmen, ja, das nochmal in die Schallwand reinpacken und dann mal grob so hier reinhalten, um zu gucken, wie weit kommt dieser Rand jetzt nach oben raus
Und wie viel Platz brauche ich noch, wenn der drin sitzt, zum Gitter? Wir machen ja noch ungefähr, also wir machen ja noch ein bespanntes Quadrat rein. Das braucht auch noch ein bisschen Platz und soll ja auch etwas reingehen ins Gehäuse, damit es geschützt ist. So, das heißt, wir gucken mal ungefähr grob, wie viel Platz wir hier brauchen. Eine ganze Menge, wenn da der äußere Rahmen noch ran soll. Deshalb müssen wir noch ein Stückchen weiter rein. Okay, jetzt wissen wir so ungefähr, wie tief wir ungefähr reingehen müssen mit der Schallwand. Das messe ich mir jetzt aus und dann wird geleimt. Ich habe jetzt beim zweiten Gehäuse schon den Butterflex-Port eingeleimt, damit wir einfach mal auch fertig werden. Das Gehäuse Nummer 1, da ist jetzt noch die Schallwand drin, weil mir auch die Schraubzwingen ausgegangen sind, ehrlich gesagt. Folgendes, wir haben jetzt hier alles festgemacht. Gleich werde ich, wenn es trocken ist, die ganzen Schraubzwingen abnehmen. Dann gehen wir mit dem Schleifer hier komplett einmal rüber, über alle Kanten, dass die ziemlich eben sind. Weil manchmal gibt es euch durch den Leim und durch irgendwelche Ungeebenheiten halt so ein paar Stellen, wo der Deckel halt nicht ganz dann aufliegen würde. Deswegen erstmal alles praktisch auf eine Nullebene bringen. Dann wird hier überall Leim drauf gemacht und dann kann der Deckel am Ende auch rauf. Wie gesagt, den hier unten machen wir erst später, einfach nur wegen der Lackgeschichte, weil wir hier noch den Port erst lackieren müssen, sonst kommen wir da später nicht mehr ran. Das wäre echt blöd. So Leute, wenn ihr das abgemacht habt, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, falls auch nicht ganz trocken ist, da jetzt nicht extrem rumzuruppen. Natürlich wird sie auseinanderfallen, aber trotzdem könnt ihr ein paar Sachen noch verschieben, deswegen seid ein bisschen vorsichtig. Und vor allem nimmt jetzt nicht das gröbste Schleifpapier, was es so gibt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel... Oh, ich guck mal, ich verschwinde hinter dem Kasten, sehe ich gerade. Ich habe jetzt hier 120er drauf, das ist relativ fein, deswegen ist da wirklich nur dafür sein, dass die Unebenheiten so ein bisschen ausgeglichen werden. Ihr solltet hier nichts runterhobeln. Ja? So, jetzt sind die ganzen Kanten hier oben richtig schön eben und wir haben jetzt eine glatte Oberfläche, um mal wirklich den Deckel rauf machen zu können, ohne dass wir irgendwo noch einen Luftspalt haben, weil irgendein anderes Brett ein bisschen höher ist. So, wir gucken jetzt noch mal genau, ob das wirklich gut passt, ob es irgendwo wackelt, wenn ich jetzt hier rauflege. Nein, es wackelt nirgendwo. Das heißt, wir haben wirklich eigentlich so gut wie keine Unebenheiten. Wunderbar, dann können wir jetzt theoretisch den Deckel auch schon raufleihen. Wie muss denn das bei euch aussehen, wenn es von der Sonne immer so in 2 Minuten Schritten immer dunkler wird? Okay, wir haben jetzt hier alles geschliffen, alles wunderbar, auch ein bisschen abgewischt, damit der Feinstaub hier weg ist, weil sonst würde es, glaube ich, nicht so gut halten, auch wenn ich jetzt kein übelster Holzexperte bin, würde ich es vermuten. Los geht's. So, das Verschmieren spare ich mir jetzt mal, weil ich bestimmt sowieso gleich alles verschmieren werde, wenn ich das Ding hier durch die Gegend drücke. Wie auch immer man es benennen möchte. Okay, jetzt drückt es mir hier aber die Kante ein bisschen weg. Müssen wir jetzt ein bisschen gegenarbeiten. You better slow down. Okay. Sieht gut aus. So, nach der verdienten Essenspause geht jetzt weiter im Text. Draußen trocknen noch die Gehäuse. Deswegen würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der Elektronik. Ich habe jetzt vor mir das Endstufenmodul Shure Electronics. Übrigens mal nebenbei, es macht 2x200 Watt an 3 Ohm und 1x400 Watt an 3 Ohm. Einmal für den Bass, 2x fürs Top. Blöd ist nur, ich muss mir irgendwo aus dem Netz jetzt ein blödes Manual rausschnappen, weil die nirgendwo im Karton oder auf dem App mit beschriften, welcher von den Kanälen ist der starke? Ist das der starke, das der starke, das der starke? Ich habe 3 Kanäle, weiß aber nicht, welcher von denen der 400 Watt Kanal ist. Bisschen doof, aber das kriegen wir noch raus. Was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Ich habe gerade schon mal draußen getestet, wie das ins Gehäuse reinpasst und habe es auch vorher so geplant, dass wir die Chinch-Buchsen hier nicht verwenden werden. Das ist sowieso Quatsch, weil durch den Transport können die auch rausrutschen. Wir löten das fest. Wie machen wir das? Das Schöne bei dem Amp ist, wir müssen nicht die Buchsen rauslöten und diese Kontakte von den Buchsen kommen, sondern wir haben hier noch extra Löcher, wo wir praktisch den ganzen Quatsch reinlöten können. Wenn wir jetzt mal das Ganze betrachten, sehen wir hier zwischen den Buchsen 4 Löcher, die auch beschriftet sind. Dort werde ich jetzt die Kabel einfach reinstecken, von unten gegenlöten und schon
sind wir fertig. Die Kabel kommen von oben. Wir können sie im Gehäuse perfekt verdrahten und ja, das machen wir jetzt. So, Endstufmodul haben wir jetzt hier. Jetzt müssen wir erstmal gucken, okay, wie lange machen wir das Kabel. Die Endstufe steckt oben im Gehäuse ungefähr hier drin und der DSP sitzt hier drüber. Das heißt, und die Ausgänge sind da oben. Ja, DSP sitzt ja ungefähr dann hier so. Wir machen sie auf jeden Fall ausreichend lang, dass wir da genug Slack haben. Dementsprechend würde ich das Kabel hier einfach schon mal halbieren. Da haben wir schon mal zwei und hab noch eins, was wir dann gleichen Länge einfach machen. Und dann haben wir schon genug Länge für unseren DSP. So, zur Sicherheit habe ich jetzt nochmal unser Anschlusspanel geholt. Ja, von innen sieht es mit dem Kleber echt komisch aus, aber es muss ja von außen hübsch aussehen. Und das tut es. Bis auf die kleinen Klebereste, die machen wir noch ab. So, aber im Klartext, die Endstufe wird ja genau hinter dem Lüfter im Gehäuse sitzen. So, also gucken wir mal, DSP sitzt hier, da. Das heißt, wir müssen da ran mit den Anschlüssen und gucken wir uns das, schätzen wir es so ungefähr ab, wie weit wir mit dem Kabel müssen und stellen fest, reicht dicke. Das reicht wirklich dicke, wenn wir die Länge nehmen, die wir gerade vorher festgesetzt haben. Okay, das heißt, wir nehmen uns den Seitenschneider, cutten das schon mal auseinander, werden jetzt die ganzen Enden hier abisolieren, dementsprechend verzinnen, ordentlich hier verlöten und das war's. Wenn ich löten kann oder wer sehen möchte, wie ich Kabel ordentlich verlöte, ich werde euch mal hier oben in der Infocard ein Video verlinken, wie ich Kabel label und löte. Kommt aufs selbe hinaus. Ich glaube, wenn ich das in diesem Video erkläre, wird es einfach zu lang. Gut, bauen wir das zurecht und dann sehen wir uns, wenn es fertig ist. So, die Signalkabel habe ich nun rangelötet und das sieht auch relativ zufriedenstellend aus. Hier unten sind natürlich die Lötstellen relativ ordentlich machen, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt Kanal 1 und 2 und das ist Kanal 3, wo praktisch eine Ader hier einfach nicht verwendet wird und das war's dann. An diesen Enden werde ich jetzt die Phoenix-Stecker von dem DSP ranmachen, von den symmetrischen und dann war's das auch schon. Beim unsymmetrischen ist es ein bisschen anders, dann machen wir hier TIN-Stecker ran, weil da geht es nicht anders. Sonst müssten wir die TIN-Stecker rauslöten, was auch ein bisschen doof ist. Aber dann werden wir einfach TIN-Stecker nehmen, die von Rean, die sind super, super fest und da wird nichts passieren. So, beim Anklemmen von diesen Phoenix-Stecker gibt es jetzt ein bisschen was zu beachten. Folgendes, wir haben hier bei dem DSP symmetrische Ausgänge. Das heißt, wir haben die positive Halbwelle, die negative Halbwelle und Ground, also die Erde. Bei der Endstufe ist das Signal aber unsymmetrisch. Das heißt, wir haben nur Plus und Minus. Also praktisch positive Halbwelle und Ground. Die negative fehlt. Was machen wir mit der? Ganz einfach. Wenn man von symmetrisch auf unsymmetrisch geht, in dem Fall haben wir jetzt hier als Beispiel den symmetrischen Stecker. Da können wir sehen, dass jetzt der weiße ist jetzt praktisch die Nummer 2 im XLR, das heißt die positive Halbwelle. Der blaue hier, oder grün wie auch immer, ist die negative Halbwelle und das ist die Erde. Wenn wir jetzt von symmetrisch auf unsymmetrisch gehen, machen wir nichts anderes als die Erde und die negative Halbwelle zusammenzustecken, also wirklich parallel zu klemmen. Das heißt, wir führen praktisch den Minus und die Erde zusammen und haben den Plus nur noch extra. Wir machen aus drei Pole zwei Pole. Natürlich haben wir dann kein symmetrisches Signal mehr, ist ja vollkommen klar. Was in dem Fall aber nicht schlimm ist, weil die Endstufe ja wirklich direkt darunter sitzt und somit wir keinen Brumm oder irgendwas bekommen können. Bei einem Kabelweg von bis zu 5 Metern ist das relativ egal. Sobald die Strecke aber länger wird, sind symmetrische Signale durchaus sinnvoll. Wir haben im Klartext bei dem symmetrischen DSP eigentlich nur drei Wege, die wir auch symmetrisch nutzen. Und zwar beide Eingänge und den DSP-AUX. Ausgang per XLR, der asymmetrisch ausgeführt ist. Die anderen drei Ausgänge, die gehen direkt zur Endstufe und werden damit unsymmetrisch. Bei der unsymmetrischen Version, die ich baue, das heißt mit dem unsymmetrischen DSP, ist es total unproblematisch, weil da haben wir alles unsymmetrisch. Das heißt, plus, minus an jede Buchse ran, an die Endstufe ran und wir müssen nicht zusammenfassen. Nur wenn ihr den symmetrischen Bau nachbaut, dann müsst ihr darauf achten. Das hier sind die jeweiligen Pluspole, da wo die beiden Kabel drin stecken. Das ist Kanal 1, das ist Kanal 2, weil ich das auch beim Endstufenmodul so gelötet habe. Jetzt müssen wir, wie gesagt, was ich ja am Anfang sagte, die negative Halbwelle und den Ground verbinden. Ground wäre jeweils rechts, dort, und die negative Halbwelle wäre jedenfalls links, dort. Da ich hier nur eine Erde habe für beide Kanäle, weil die sie auch zusammenfassen können, müssen wir praktisch die ganzen vier übrigen Dinger miteinander verbinden und mit der Erde. Deshalb habe ich hier jetzt so eine kleine Brücke gebaut, die ungefähr so aussieht. So, die strecken wir gleich dort rein. Vorher löte ich hier noch die Erde mit dran, ja, so. Und dann können wir das alles dort reinstecken und verschrauben. So, nochmal schön die Phoenix-Stecker ordentlich weit aufmachen. Okay.
Okay, der ist soweit offen. Jetzt können wir das Ganze hier... Na? Hier reinstecken. Und verschrauben. Okay, und schon haben wir aus einem symmetrischen Signal, was vom Phoenix kommt, 6 Pole für 2 Kanäle, 3 Pole gemacht. Weil wir, wie gesagt, schon die Erde für die beiden unsymmetrischen Kanäle zusammengefasst haben und im Bus noch für jeden Kanal einmal den Pluspol haben. Fertig.